Moin moin Leute und herzlich willkommen hier zu einem neuen Tutorial, in dem ich euch zeige, wie ihr denn die fliegende Kamera für den Euro Truck Simulator 2 und beziehungsweise auf den American Truck Simulator installiert. Und alles jetzt in diesem Video. So, und damit darf ich euch herzlich begrüßen hier zum Tutorial für den Euro Truck und für den American Truck Simulator. So, was wir machen, ich fange sofort an. Wir gehen in unsere Dokumente. Dort sollte sich der Euro Truck Simulator und sich auch der, oder halt nur der Euro Truck Simulator und halt auch nur der American Truck Simulator befinden. Kommt halt drauf an, für was man das machen möchte. Es ist komplett egal, ich mache es einfach für den Euro Truck Simulator. Und, das ist halt bei beiden Simulatoren dasselbe Prinzip. Wir gehen auf Config. Die haben wir hier. Edit with Notepad++. Also ich kann machen mit Notepad. Ihr könnt sonst auch mit ganz einfach Rechtsklick drauf machen, dann öffnen mit Editor. Ich habe jetzt Notepad++. Das ist eigentlich, finde ich, ein bisschen übersichtlicher. Und ja, wir scrollen hier runter bis hier. Bis wir hier zum im G-Bereich kommen und dann halten wir Ausschau nach Developer. Den kann man natürlich einfacher suchen, indem wir einfach erstmal, oder wir machen es so, wir suchen erstmal nach Konsole und sehen hier unten G-Konsole. Es gibt da einen Begriff mit STRG und F, da kann man einfach Konsole eingeben, also wenn wir mich jetzt Konsole eingeben, dann sucht der, findet das automatisch, wie hat er schon gefunden. Und ja, so kann man auch einfach suchen, wenn ihr jetzt euch nicht die Zeit nehmen wollt, das hier zu suchen wollt. Dann dürft ihr bei euch eine 0 stehen. Ihr macht einfach da draußen, macht ihr einfach eine 1. Und hier oben sehe ich schon Developer, steht auch eine 1 bei mir. Dann müsst ihr auch eine 1 hin machen, wenn da bei euch jetzt eine 0 stehen. Und ja, ihr macht einfach bei diesen beiden Reitern hier oder was auch immer, machen wir beide eine 1 hin. Speichern das Ganze, ich habe ja natürlich nichts geändert, aber speichern wir das Ganze, schließen das Ganze, müssen dann den Euro Truck Simulator nochmal neu starten, damit es auch wirklich funktioniert, oder den American Truck Simulator ist genau dasselbe, und klicken dann wieder da rein ins Spiel, und dann kann man halt mit der Taste 0, jetzt nicht nur mal ein Block 0, sondern die ganz normale Taste 0, kommt man halt in die freie Kamera, also bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dann auch halt auf die 0, dann ist man hier halt unterm LKW und kann halt dann die Kamera steuern mit dem Numpad, also das rechts neben den Pfeiltasten. Der Nummernblock ist das. So, dann kann man halt mit 9 kann man hochfliegen, mit 3 runter, mit 6 nach rechts, mit 4 nach links, mit 5 nach hinten, mit 8 nach vorne. Und ja, das waren es eigentlich mit den Funktionen. Außer man kann halt noch mit der Maus kann man halt noch, mit dem Mausrad kann ich jetzt, wenn ich nach vorne, das wenn ich das Mausrad nach vorne drehe, dann sind wir halt schneller, und wenn wir es Maus dann somit auch noch hinten drehen, sind wir dann wieder langsamer. So, dasselbe könnt ihr einfach mit dem Euro Truck, mit dem American Truck Simulator machen, und das ist halt dasselbe Prinzip, wie schon gesagt. Ja, das war's für das kurze Tutorial. Drückt auch den Daumen nach oben, wenn es euch weitergeholfen hat, und Verbesserungsvorschläge könnt ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann halt in dem nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.